Und damit wieder herzlich willkommen zu Mass Effect. Ja, ich hatte schon wieder Aufnahmeprobleme, deshalb sind wir jetzt auch schon direkt hier. Wir haben noch irgendwie einen Gegner hier. Anscheinend. Der hier irgendwo hockt. Du bist gerade gestorben. Ihr Menschen, ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Lassen Sie die Geiseln gehen, dann leben Sie vielleicht lange genug, um sich vor dem Rat zu rechtfertigen. Ich bin dem Rat keine Rechenschaft schuldig. Oder Ihnen. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten Sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden Ihre kleine Helferin und Ihre Freunde sterben. Ich kann Sie nicht einfach gehen lassen, Balak. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Das ist doch gar nichts. Ihr Menschen habt den Batterianern weitaus Schlimmeres angetan. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Die Batterianer haben sich vom Rat abgewendet. Es war doch klar, was dann passieren würde. Wir haben uns nicht abgewendet. Wir wurden gezwungen, auszutreten. Und ihr feigen Menschen versucht nur, euch hinter dem Rat zu verstecken. Ihr seid schuld. Sie und ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Ging es auf Elysium darum, unsere Aufmerksamkeit zu erregen? Tja, das habt ihr geschafft. Und als wir antworteten, seid ihr feige weggerannt. Jetzt wollt ihr das alles von vorn anfangen lassen? Es reicht! Sie wissen doch gar nichts! Ich glaube, sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn sie wollen, dass ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten sie zur Seite treten. Sie können gehen, aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde Sie finden, irgendwann. Möglicherweise, aber ich werde dafür sorgen, dass Sie mir zumindest heute nicht folgen. Diese Sprengladungen hängen noch immer an einem Zeitzünder. Sie sollten sich lieber beeilen, wenn Sie Ihre Freunde retten wollen. Hier ist irgendwo die Bombe. Alles sicher, Commander. Tötet sie alle! Wie soll ich schon wieder welche eliminieren oder was? Jawohl. Ich will das mal die Bomben ein bisschen weg. So. Och nee, oder? Och Leute! Drohnen, ey. Sehr nervig. Hier drin ist noch eins. Oder wo jetzt? Hä? Ist ja gar nichts. Hä? Das ist eine Logik. Ach, natürlich. Eine muss sterben. Mann, Mann, Mann. Ist das also unten? Gehe ich mal runter. Hier unten ist noch gar nichts mehr. Nö. Hier. Hab Granaten gefunden. Schilde deaktiviert. Los! Ich bin ja schon wieder im Arsch. Boah, ist das fies, Alter. Tot.
Also wir lassen den gehen, aber trotzdem greifen uns 5000 Millionen Menschen an. Der holt automatisch die Knarre raus. Die scheiß Drohnen, Alter. Schilde sind unten. Oh, hier ist Diffel. Oh. So. Boah, ist das nervig. So. Hier ist überhaupt gar keine Bombe, Alter. Wahrscheinlich hier oben, ne? Oder wie jetzt? Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Ja. Hier ist ein Medigil. Gut. Guck ich mal hierher. So, wo ist die letzte? Alter, wie viel sind das? Ja. Zack, 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 zack. Feiern Sie die Wissenschaftler aus der Gefängniszelle im Büro in der untersten Ebene. Er ist verschwunden. Hat das seine Richtigkeit? Das war der einzige Weg. Ihn gehen zu lassen war besser als die Alternative. Ich dachte, Sie wollten sich in Sicherheit bringen und auch da bleiben. Vielleicht hätte ich ja was tun können. Irgendwie helfen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse hier sein. Ich kenne diesen Asteroiden besser als jeder andere. Sie haben es geschafft. Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können. Ich habe ein wenig gerechnet, Shepard. X-57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen. Die am dichtesten besiedelte Region. Aber dank Ihnen wird das nicht passieren. Ist Katie hier drin? Geht es ihr gut? Was ist mit Ihrem Team? Ich denke schon. In einem der Büros in der Nähe werden Geiseln festgehalten. Balak sagte, er würde sie in die Luft jagen, wenn ich ihn nicht gehen lasse. Sie haben ihn gehen lassen, um sie zu retten? Ist das... werden Sie deshalb Ärger bekommen? Ich meine, er könnte woanders das Gleiche versuchen, oder nicht? Hätte ich zulassen sollen, dass er ihre Freunde in die Luft jagt? Hätte ich jetzt einige Leben opfern sollen, um später mögliche Tote zu vermeiden? Was? Nein, ich... Niemand stirbt, solange ich das Sagen habe. Ja, vielleicht greift Balak bald eine andere Kolonie an. Aber dann werde ich da sein und ihn festnageln. Ganz ruhig, Miss. Wenn Sie mich fragen, dann haben Sie das Richtige getan. Wer was anderes behauptet, dem werde ich ein paar Takte erzählen. Shepard, danke für das Leben meiner Enkel. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Nicht ohne mein Team. Zu viele Geister. Es wird für mich Zeit, zurückzugehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber bevor ich aufbreche, möchte ich Ihnen etwas anbieten. Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich. Als leitender Ingenieur stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Bedienen Sie sich. Sie haben es sich verdient. Ich will Ihr Wissen. Ich weiß, ich verlange eine Menge, aber was ist mit dem Universalwerkzeug? Ich könnte sowas wirklich gut gebrauchen. Shepard, ich denke, ich habe erwähnt, dass Sie meine Kinder und Enkel gerettet haben.
Was ist dagegen schon ein Universalwerkzeug? Hier, nehmen Sie es ruhig. Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein. Da wäre noch was. Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen. Haben Sie sie gefunden? Ich habe einen Ihrer Leute gefunden. Er hat es nicht geschafft. Verstehe. Gut. Vielleicht sind die anderen beiden noch da draußen. Würden Sie sie suchen gehen? Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden Ihnen was. Universalwerkzeug. Das hätten wir geschafft. Hallo Geiseln. Unglaublich, dass sie Balak gehen ließen, um uns zu retten. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass sie uns sterben lassen. Ein paar zum Wohle aller Opfern. Dann wäre ich keinen Deut besser als diese Batarianer. Außerdem wird Balak nicht davonkommen. Ich weiß jetzt, wo er ist. Er kann nicht ewig weglaufen. Tja, jetzt klingen sie wie mein Bruder. Er war auch immer so stur, aber auch immer bereit, das Richtige zu tun. Was es auch kostet. War Ihr Bruder derjenige, den Balak umgebracht hat? Ja, Aaron. Er hatte mich überredet, mich dem Team hier anzuschließen. Er sagte, es wäre sowas wie ein Abenteuer. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber ich sollte mich um Aaron kümmern. Verstehe. Sie haben heute bereits genug durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Danke. Ach, ich kenne nicht mal Ihren Namen. Shepard. Commander Shepard. Danke, Commander Shepard. Sie sind nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem danke. Nee. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Bis bald, Kate. Ich weiß das zu schätzen, Commander. Auf Wiedersehen. Können wir jetzt endlich mal hier runter von diesem scheiß Asteroiden? Alter, ich will hier echt weg, jetzt mal ohne Mist. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich hatte uns alle schon abgeschrieben. Ich will endlich hier weg von diesem scheiß Asteroiden, weil der mich einfach nur nervt. Wo geht's denn hier raus? Ach hier. Sag das doch. So, wie geht's raus? So. Und jetzt? Ich würde ja gern wieder zurück zur Citadel gehen. Zu Normandy. Meine ich. Warnung! Sie nähern sich der Sektorgrenze. Sie werden gleich zurückbeordert. Boah, Alter, die Steuerung. Du kriegst ja echt eine Macke. Oh, die Scheiße. Na gut, an dieser Stelle Aufnahmepause. Bis morgen. Tschüss.